Salut, bis zum heute Name ich auf Bus wieder zu der Sonja und zum Pascal Roth. Sie verkaufen von jeher Altertum und sie da ein paar Jahre haben sie schwassiert Patisserie noch dazu. Morgen selbst gemachte Patisserie und was Wurste. Es ist ein ganz schmales Elsasserhaus in der Hauptstraße von Busvilla. Willkommen in der Sonja und im Pascal Roth erschafft. Ich war all vom Plafond bis auf den Boden, Altertum, Geschirr, Möbel, Kleider, Tafel, alles dreht sich um die Elsasser Geschichte. Ein Beruf, den Sonja in ihre Altertumshändlerfamilie gelehrt hat. Das kommt gerade zu eng. Das mache ich jetzt so, das hänge ich hier an, das mache ich dort an. Es ist nicht. Ich tue mich nicht arrangieren. Ich nehme so nur Sewisch, du baust jetzt so an und selber dort an. So wie es mir gerade hinkommt, ich tue nicht planen davor, so wie es mir gerade hinkommt. Ich bin immer ebloui, wenn ich hierher komme, immer wieiert. Ich meine gerade, ich bin in einer anderen Welt. Es ist so schön, ein kleiner Detail, jedoch wie früher. Seit ein paar Jahren hat sich das Altertumsgeschäft auch in einen Messsalon-Tee verwandelt, mit selbstgemachten Kuren und einem Bestseller, der Zitronenkuren. Elle est fabuleuse, elle est fantastique. Voilà, il faut dire ce qui est. Excusez-moi, je... c'est bien de parler, mais voilà. Und für die Kuren zu backen ist der Patron zuständig. Der Pascal kocht alle hier bei Ihnen daheim. On y est assuré, dans ce mot encore teach, mingle autant qu'il y a de télé pour la faire chez eux à la télé, donc mit gros et court. Donc, voyez un peu, on est en train de faire un peu de riz, wie regelmäßig Zitronenkuren gehört und sie abholen lust. Und c'est quand même der Kurenfahrer von Busvilla. Bio-Zitronen, erstklassischer Buddha, der Pascal kocht nur vom Feinsten. Darum ist der Schreiner von Beruf hat der Patissier gelehrt. Auch benutzt selbst hergestellte Rezepte oder die, die ihm sein Parent, ein ehemaliger Koch, beigebracht hat. Das ist ein Rezept vom Parent, aber wir haben modifiert hab noch. Er hat mir gesagt, ich soll Citronpulco nehmen, dazu zu den normalen Citron Bio, wie ich mache, aber das mache ich nicht. Ich nehme nur Bio und ich will meinen Citron heben, sie wollen gut weich sein, als ich sie gut trinken kann. Voilà. Schau, ich habe in meiner Tante meine Kuren mal versuchen. Sie hat gesagt, Paul, dein Rezept ist besser, wie im Schochschins. Moi jetzt Schreiner, mittags Altertumshändler, Ovets Zuckerbeck, der Pascal Roth, ist einer von deinen Hyperaktiven. Meine Arbeit bei meinem Patron ist eine Passion, meine Arbeit in meinem Geschäft ist eine Passion, das Altertum ist eine Passion, alles ist eine Passion. Nun klappt alles. Wir haben noch nie kein Weekend gehabt, und wir arbeiten vom Montag bis am Sonntag an uns. Wir haben noch nie kein Weekend gehabt. Wir können nicht sein, wir können Piscine oder wir können Frucht Champignons. Ich habe keine Zeit. Donc, ich habe keine Zeit, für das zu machen. Und abspannen? Abspannen ist sowieso ins Bett gehen. Oui. Das Sonja und im Pascal-Haus ist an sich auch schon sehenswert. Moderne Sachen, die sie auf Flohmarkt gesammelt haben, und hier und dort Möbel, wo auch selber gebaut hat. Ich hab gar ein Holz. Donc voilà, donc ich mach gar Dings wie Hund drin getan. Das muss schon etwas Spezielles sein. Voilà, donc ich lanciere mir selber die Vieh. Und voilà. Orange. Und Orange, ja. Ich liebe den Orange. Orange-Grün sind meine Lieblingsfarbe. Tafel, Kristall, ein bisschen Dings wie vielleicht nicht andere nicht unbedingt haben. Dann hat er hinten wie ein Meisterstiegel gemacht. Und so gefällt es uns, ja, so gefällt es uns. Wir sind jetzt schon 37, 38 Jahre geheiratet, ich und Sonja. Dann bis jetzt ist alles klar, geht alles zusammen. Zurück ins Geschäft. Der Pascal verrät nie die Rezepte von seinen Kuren. Er ist aber immer bereit, den Kunden die Geschichte von der Antiquität zu erzählen, die er heute immer noch zusammenbringt. Ce sont des gens qui sont complètement passionnés, qui sont, qui ont une grande culture. Alors, de la pâtisserie, évidemment, mais aussi des Alsatiques et des Antiquités. Donc, c'est des gens qui sont passionnants à rencontrer. Et en plus, ils sont absolument adorables. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ein volles Haus, ein volles Geschäft, ein volles Leben, für sich selber und die anderen plaisir zu machen. So, und jetzt in unserem Frach oder Frechheit haben wir zwei Gäste, Fanny Weimer und ihre kleine Lilio. Es geht los.
Ich heiße Fanny. Und wie heißt du? Lilio. Und wie alt bist du, Lilio? 4. Ich bin Krankenschwester. Und wo wohnen noch? In Hofe. Man redet immer Elsassisch, sie da, dass sie klein sind, reden wir auch viel mit. Aber mit der Schule haben sie auch viel verloren. Und was machst du in der Schule? Da war Ruhe. Wenn wir kommen und dann gehen wir einmal was essen in die Schule. Wenn du bei der Kuppern bist, was spielen wir? Ich habe Kuppern. Frach oder frech? Eine falsche Frage. Und Hobby? Ich bin Pilot. Also, ich bin öfters über unsere Landschaft fliegen. Was ist am liebsten? Kumbere Tätschle. Bier mit oder ohne Schwimm? Mit. Du so schon, ne? Und grundsätzlich, hast du lieber mit oder lieber ohne? So im Leben? Mit A. Mit was? Mit Viertelig. Wolltest du noch etwas haben? Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wolltest du noch etwas haben, Lilio? Ich will arbeiten mit dem Papi. Und nur mit dem Papi Knut. Und ich arbeite und nur gehe ich in den Winkel.